Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Stream-Highlight-Video. Habe ich noch nie auf meinem Kanal gemacht, aber durch den Neuanfang dachte ich mir, man kann ja auch mal was Neues ausprobieren. Also, zieht euch rein, sind viele witzige Dinge passiert im Stream. Ein sehr knapper Clan War. Ich will nicht zu viel spoilern, aber krass, noch nie gesehen sowas. Das Ding ist ja, ich habe alle deine Videos geguckt früher und bestimmt einige 4-5 Mal dachte ich, du kommst nicht mehr zurück. Ich hatte das auch wirklich nie vor, das zu machen, zurückzukommen. Also ich habe nie einen Plan dafür oder dagegen gehabt. Und dann habe ich irgendwie einfach, Lust gehabt. Und irgendwie habe ich angefangen und die erste Woche war so wundervoll mit so vielen netten Kommentaren und wirklich, wirklich netten, netten Worten, die da gesprochen wurden. Habe ich mir gedacht, ja komm, kannst du eigentlich auch ein kleines Comeback feiern. Und ich weiß nicht, ob ich so regulär jeden Tag weiterhin uploaden kann. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. So, ich würde sagen, es wird jetzt auch Zeit, ne? Also es ist jetzt an der Zeit, 69 Zuschauer, passt perfekt. Oh mein Gott, die letzte Mauer. Nach 3 Jahren, ey. Nach 3 Jahren und dann hat es mich 3 Tage gedauert. Ich habe einfach so hart durchgesucht. Ich zeige euch mal was. Okay, ich wollte es eigentlich gerne zeigen. Aber ich habe alleine 111 gewonnene Fights in 4 oder 5 Tagen. Und da zählen nicht die ganzen 49% dazu oder die 30% einfach nur Loot mitnehmen. Also ich habe schon ordentlich reingefarmt. Digga, ein Klick. Ich hätte mir früher so in den Arsch gebissen, wenn ich sowas gefunden hätte. Im Teamspeak wäre einfach jeder ausgerastet, wenn du nach einem Klick so einen Kram ziehst. Ich habe auch Twitter auch übrigens, also Jungs, gerne mal auf Twitter vorbeischauen. Twitter, Instagram bin ich, Instagram nicht so aktiv, auf Twitter bin ich auf jeden Fall sehr aktiv. Täglich ist auf Englisch, weil, ich tweete halt auf Englisch. Da die meisten Leute, die mir da folgen, Englisch sprechen. Aber ich meine, ihr sprecht ja auch alle Englisch. You speaking English language? Yes, I speaking English language very well. Mega nice, dass du wieder aktiv bist, hast mich jetzt auch wieder zum Spiel gebracht. Ey, ich finde das verrückt, ne? Eigentlich sind das wirklich, glaube ich, viele, viele Leute, die so jetzt 19, 20 sind, die damals angefangen haben, mich zu schauen. A few moments later. Also, wirklich, das finde ich unfassbar krass. Die Community zurückgekommen ist und, was soll ich sagen? Leute, ich finde es klasse. Ich finde es wirklich klasse. Sehr, sehr angenehm. Wo war ich gerade? Hab dich auch vermisst, Peter. Leute, ich find's krass, der Support ist riesig. Ich meine 77 Leute, wenn ich mir überlege, so aus keinem Grund kommt ihr hier vorbei. 50 COC. Das oberste bekommst du nur beim Pass. Ach, das obere krieg ich nur beim Pass. Ah, ich bin ein Depp. Ich krieg nur die 5 Gems. 15 Juwelen. Oh, warte, ich habe das perfekte Video. Das habt ihr schon gesehen. Habt ihr die Folge geschaut? Ich hoffe, ihr habt sie geschaut. Ich habe die gestern Nacht editiert und ich habe wirklich sehr viel Spaß am Edit momentan. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und fang so langsam an, mir eine kleine GIF-Armee zusammenzubauen. Und ich habe einfach... ich finde das wunderschön. Nur was Schönes aus. Wir haben ja keinen Stress. Ich möchte diesen Clan-Krieg nicht annehmen, sorry. Wie ist es denn für ein Clan eigentlich? Dieter... Was? Dieter, Dieter 2, Dieter 3? Was? Ja, genau. Ja, genau, den Clan-War nehme ich auf jeden Fall an. Voll auf die Mütze. Also, wer ist denn Dieter? Wer hat denn hier bitte so viele Accounts? Go for Dieter. Wäre dabei, ich bin raus, wäre dabei, wäre auch dabei, ich auch, ich auch, ich auch. Okay, Jungs, dann nehme ich den jetzt an. Raus, 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 raus. Jungs, dann wünsche ich euch viel Glück. Und dann schauen wir uns das auch gleich mal an, wie der Clankrieg verläuft. 15 Minuten habt ihr und go get him. Oh, nee. Hey, nee, 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 nee. Jetzt ist mein Chat... Guck mal, was gerade passiert ist. Jetzt ist mein Chatfenster. Nein, und es gibt keinen Zurück-Button. Ah, RIP! Das Fenster hat keinen Zurück-Button, weil es ja nur ein...
ein Pop-Out ist. Ah, jetzt hast du mich hart getrollt, Flo. Und das auch noch unwissend. Alter, was ist denn das für Mucke, ey? Ey, Dubstep ist halt auch so gar nicht mein Tee, ne? Ah ja. Warte mal, haben die Jungs jetzt schon angegriffen? Kampftag! Oh! Ach, warte, ist das unsere Seite? Hier, Digga! Digga! Achso, wir haben einen Angriff mehr, okay. Der Krümel muss noch angegriffen werden, der Dieter. Jungs, das schauen wir uns doch mal an. Oder? Hier, einmal Applaus. Applaus für den Max. Einmal im Chat, bitte. Wirklich, meine ich ernst. Direkt ein 3-Star. Und auch an die anderen. Ja. Ja, also ich glaube, Talent ist jetzt... Ja, auf jeden Fall Talent. Aber du musst halt... Ey, danke für die Hände, Jungs. Hände nach oben. Aber du musst halt wirklich auch einfach Gas geben. Wirklich, man kann viel, viel lernen. Man muss sich halt hinsetzen und wirklich... Wirklich Gas geben. Also es ist eine Mitgliedschaft, ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt nichts gefunden, das möchte ich jetzt auch nicht zwischen Tür und Angel machen. Das können wir nochmal schauen. So, was macht der denn jetzt hier? Lava Loon. Zwei Hogs. Lava Loon rein. Oh, das ist natürlich auch die Falle. Oh, die geht aber nur auf den Loon. Die Skelets. Nice, schöner... Schöner Poison. Der Poison ist gut. Oh, noch zwei. Noch ein Lava am Leben. Die Loons sind auch richtig schön, immer noch alle zusammen. Die Queen schießt so ein bisschen drauf, aber ist jetzt gleich außer Range. Oh, ne, sie läuft mit. Geht sie nicht zurück irgendwann? Ach ne, die zieht man ja raus, ne? Ne, 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 sie läuft zurück. Schießt du die Pups? Richtig gut. Richtig schön einmal im Kreis reingegangen. Gut, das ist jetzt auch nur. Ich meine, das ist eine harte Armee. Da kann er sich eigentlich kaum gegen verteidigen. Schon gut gemacht. Einmal rübergerutscht. Krasse. Klar. Ja, also ich glaube immer, ich bin da ein großer Verfechter davon. Ich glaube, dass man viele Dinge wirklich lernen kann. Und wichtig ist, wenn dir jemand sagt, du kannst es nicht, nicht drauf hören. Das ist das Wichtigste. Das ist ein Lebenshinweis. Wenn dir jemand sagt, nee, mach das nicht, mach lieber eine Ausbildung, mach lieber bla bla bla, mach lieber das und das und das. Klar, ist alles richtig, ist wichtig. Aber wenn jemand zu dir einfach nur sagt, mach's nicht, das schaffst du niemals, ist nicht die richtige Person, um mit dieser Person über dieses Thema zu reden, weil es ist ganz, ganz wichtig. Oh, live zuschauen, dieses Dorf platt machen. Also einfach wirklich Herzblut dahinter und dann Vollgas. Mitgliedschaften. Ja, Emoji. Ach, dann ist das wirklich wie auf Twitch. Kleiner Overkill hier, hä? Der kleine Krümel. So, die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir Dieter 1 angreifen, den auch freestaren, das ist natürlich eine ganz schwierige Nummer wird, dann haben wir ja gleich viel. Also dann haben wir ja komplett 15. Na, ja, müssen wir schauen. Aber GG, schauen wir mal hier in den Kampfvlog rein. Phil, 2 3-Stars. Maxi, 1 3-Star. Enemy, 1 3-Star gegen Dieter 3. Ach, ihr könnt mehrmals den gleichen angreifen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Angriffe. Oh, hier drüben passiert was. Enemy wird angegriffen. Sieht mir nach... Wie nennt man die Armee? Hogs. Hogs. Ich glaube, er baut hier gerade... Geht einfach nur mit einem Electro-Drag vor. Ein bisschen... Oh, Alter, eine 65er Queen. Leck. Dieter, ey. Das ist Dieter 1. Dieter 1 gibt richtig Gas.
Dieter, falls du im Chat bist, sag mal Bescheid. Devo, ey, Jungs, was ist denn mit den Donations los? Freut mich mega, dass du wieder zurück bist. Ich freue mich riesig über diesen Support. Was ist denn los, ey? Vielen, vielen Dank. 5,49 Euro ist ja perfekt für den Goldpass. Danke, danke schön. Vielen Dank. Wirklich, vielen Dank. Ja, Digga, Tobi, was bist du eigentlich für ein No-Life, ey? Und jetzt, Entschuldigung, bist du in L.A.? Ich weiß es gar nicht. Spielst du für ein CRL-Team dieses Jahr? Weil die CRL geht jetzt dann auch bald los. Ja, für Vainglory, für Super Evil habe ich gearbeitet. Das war so einer der Gründe, warum ich aufgehört habe mit YouTube. Ich habe bei dem Entwicklerteam gearbeitet und habe da den E-Sports geleitet. Also mitgeleitet, ich habe den nicht alleine geleitet, sondern mitgeholfen. Geleitet ist auch falsch gesagt, sondern viel geholfen und in dem E-Sports-Team gearbeitet. Da kommen die Hawks rein, das wird auf jeden Fall ein 3-Star. Oder? Was meint ihr? Mit dem Warden, die Queen ist da noch voll am Leben. Interessanter Freeze. Achso, ja. Nee, das ist... Da rennt er die da einmal drüber. Und macht kurz einen Prozess. Der schwitzt aber auch schon ordentlich hier, ey. Interessant. Okay, was geht hier drüben? Oh, 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 oh! Olympus! Digga! Okay. Ja, das lief dann jetzt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast wahrscheinlich, ne? Egal, guter Versuch. Ist auch ein starker Gegner, den wir da vor uns haben. Jungs, vertretet Tribe richtig gut. Will ich eher länger durchziehen oder nur temporär? Also, ich möchte auf jeden Fall weiter hochladen. Ich kann nicht sagen, ob ich es täglich schaffe. Das ist ganz einfach. Es ist wirklich so, weil ich nicht weiß, ob das klappt mit meinem Hauptjob und ob ich die Zeit rausnehmen kann. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es tun. Aber es ist eine Frage der Zeit. Und mein anderer Job oder richtiger Job, der macht mir auch einfach unglaublich viel Spaß. Da möchte ich auch Zeit investieren. Und dementsprechend geht er dann halt vor. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren, täglich. Was arbeite ich momentan? Ich bin Mitbesitzer von Tribe Gaming, ein E-Sports-Team. Eben gerade schon mal die Trophäe kurz reingehalten. Es ist unsere letzte Trophäe, es ist auch nicht wirklich Besonderes. Aber hier, das Brawl Stars-Turnier gewonnen in Dallas mit unserem Team. Wir fliegen im Oktober, waren ob ich ein Bild habe. Wir waren in China Anfang des Jahres und haben da die Weltmeisterschaften in Vainglory gewonnen, bevor Vainglory dann so ein bisschen aufgehört hat, großartig was zu machen, was Events angeht zumindest. Einmal ein Bild vom Team reinhauen, also hier, das war in China. Erstes Video habe ich abgeloadet mit 19, glaube ich, oder 18. Ich war auf jeden Fall volljährig, vielleicht war ich 19. Meine ersten Videos habe ich hochgeladen, indem ich zu der Wohnung meiner Schwester gefahren bin. Mitten in der Nacht, weil die schnelles Internet hatte und auf dem Dorf hatten wir schlechtes Internet. Ich habe aufgenommen in der Decke über dem Kopf, MacBook unter der Decke, damit es nicht halt. Und gib ihm und schön nachkommentiert. CW, ja, meinst du, die schaffen das noch? Oh, 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 kein 3-Star bitte. Scheiße. 8 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Kein 3-Star! High five, Chat! High five! 99%? Digga! Das ist ein Win! Wie ab geht's? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil! Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Oh, Ehrenbruder. Dickes Shoutout, dickes Herzchen an Abnis, Max, Enemy, Phil und Olympus. Jungs, way to go. Wow. 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 Da kommt er. Erster Krieg. Bam. Bam, 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 bam! Wie geil ist das?
Oh. Ja, Fabio, ich mache wieder Videos, weil ich die Zeit dazu gefunden habe. Und irgendwie Cheap Pat hat auch immer zu mir gesagt, warum machst du eigentlich keine Videos mehr? Du hast so eine gute Fanbase und ich habe aufgehört, weil es halt, ich war Burnout und war einfach nicht Burnout, aber es waren 3 Jahre und es war eine gute Zeit und ich wollte mich weiterentwickeln. Und das habe ich in den letzten 3 Jahren gemacht, mich weiterentwickelt und irgendwie hat es mich gejuckt und irgendwann habe ich bin einfach, dann war diese Nacht, ich saß schon im Bett und ich habe das erste Video um 4 Uhr morgens aufgenommen. Das war für Rush Wars, das ist das erste Video, das ich aufgenommen habe. Weil ich mir einfach dachte, ey, ich will jetzt nicht direkt mit Clash of Clans anfangen, ich mache einfach mal ein Rush Wars Video und guck, wie sich das anfühlt. Hab's aufgenommen, das Video hat sich gut angefühlt. Und dann hab ich gedacht, ey, lädst du es hoch? Und da habe ich die Kommentare gesehen und mir so, Alter. Und der Rest ist Geschichte. Egal, letzte Mauer und dann machen wir einen Deckel drauf. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mauern in diesem Stream und noch ein paar zerquetschte für die 10er Mauern davor. Also sind das 16, 20, ich würde sagen 25 Millionen, was da darum gefarmt. Ich habe jetzt nicht genau drauf aufgepasst, aber naja. Oh, das war's schon. Da ist das Video vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hier. Auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, Glocke und abonnieren nicht vergessen. Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann schau dir gerne auch eins meiner anderen Videos an. Die sind alle genauso lustig und spannend und spaßig. Falls nicht, dann sehen wir uns halt beim nächsten neuen Video, falls du alle anderen schon gesehen hast, kann ja auch sein. Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du wieder vorbeischauen würdest. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.